Herzlich willkommen von meiner Seite. Also mein Hauptkern ist eigentlich von der Energieoptimierung und Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich mein Grundzugang. Ich bin selbst gelernter Installateur und habe dann mit Studium und Weiterbildung halt in der Energietechnik sehr viel gemacht und in den letzten Jahren auch mit Immobilien einiges gemacht. Warum sind wir überhaupt zu diesem Kornspeichergedanken gekommen? Man sieht in der Landschaft eigentlich sehr verlassen, sehr, ja, doch sehr heruntergekommen, doch undicht, eingeregnet, also eigentlich kurz vorm Zerfall. Das Gebäude steht 500 Meter von unserer Installationsfirma entfernt, eigentlich von meinem Elternhaus und von meiner Frau. Das Elternhaus, genau in der Mitte, ist dieses Objekt immer gestanden. Und das war der Grund dann, wo wir gedacht haben, hey, eigentlich wäre das cool, wenn man das irgendwie sanieren kann. Und so hat es dann begonnen und haben sie das Ziel gesetzt, das Gebäude wieder so herzustellen, wie es eigentlich früher mal gewesen war, von der Struktur und von der Oberfläche, jedoch mit einer anderen Nutzung. Das Gebäude ursprünglich wurde errichtet im Jahr 1700, wo der Start gewesen ist, sind die Steine eigentlich von einer alten Ruine und wurde errichtet für eine Getreidetrocknungsanlage. Es waren da drinnen nur Holzlifte, Lufttrocknungsanlagen, also auch sehr eigentlich energietechnisch und sehr nachhaltig und ökologisch sinnvoll. Aber das hat mich natürlich sehr überzeugt, wird man dann vielleicht auch ein paar Fotos dazu sehen im Anschluss. Ja, an der nächsten Folie sieht man jetzt das mit Abstand diese Endsanierung, das Endergebnis von dem Objekt. Was ist passiert? Also wir haben dann eigentlich die Gebäudekante, die Konturen wieder komplett aufrecht belassen und haben sich das Ziel gesetzt, wirklich das Erscheinungsbild nach außen komplett wiederherzustellen. Man sieht dann rechts den Kornspeicher, oben die Dachsanierung, wo wir dann im oberen Bereich im Dachteil eine Wellnessanlage errichtet haben, darum auch die großen Terrassenflächen. Im linken Bereich haben wir dann großflächigere Wohnungen, auch für Langzeitmieter, für 6 Monate oder ein Jahr. Dann für uns ist natürlich da sehr wichtig der Kontakt, auch die Nähe dann zu Wien. Wir sind in einer Stunde in Wien und wollen dann damit auch Leuten die Möglichkeit geben, dass ich dann einen Arbeitsplatz, einen fixen erreiche damit und parallel als Hotelbetrieb halt dann führen mit den Zimmern unterhalb. Diese drei Stockwerke unten, dreimal, sind eigentlich jeweils gleich aufgebaut mit Einzelzimmer, Zimmergrößen von 25 Quadratmeter im Doppelzimmer, 45 Quadratmeter, so Junior-Suiten oder dann die größeren mit 65 Quadratmeter, wo man wirklich dann bis zu 5 Personen erschlafen kann. Den linken Teil, wenn wir dann beim Abbruch sehen, den haben wir komplett neu errichtet, mit einer Holzhalle isoliert und gedämmt. Das war nicht möglich, da diese Bestandsgebäude da zu sanieren, wird man dann sehen. Man sieht da jetzt an dem Vergleich eigentlich, wie das Gebäude vor der Sanierung ausgesehen hat. Mit links diese Gitterstäbe, wie es drinnen war, waren eigentlich keine Fenstergläser drinnen, oben mehr ursprünglich schon. Wir haben auch kurz mal überlegt, ob wir diese Gitterformen auch drinnen lassen. Nur man hat halt dann den Charakter eines Gefängnisses so stark gespürt, innen in den Räumen. Jetzt war dann wir haben sie dann nicht traut, diese Stäbe noch zu verwenden, haben wir aber wohl aufgehoben und sind am Überlegen, ob man das nicht für irgendeinen Zaun wieder verwenden sollte, dann am Gelände. Momentan ist das im Lager, das Material. An der rechten Seite sieht man dann einfach diese Konturen, wo wir Fassade auch mit dieser alten Maltechnik wiederhergestellt haben. Kreuzer, dieses schmiedeiserne Kreuz am Dach oben in der Spitze, wurde auch wieder neu nachgeschmiedet von uns in der Region, von einem Schmiedemeister. Also wirklich versucht, das nachhaltig zu machen heute. Das Einzige, was wir verändert haben vom Gebäude, sieht man an der rechten Seite da. Wir haben dann freitragend Betonbalkone mit Stahlsäulen aufgestellt, damit jedes Zimmer im Prinzip dann auch einen Zugang hat und eine Möglichkeit für Balkonnutzung hat im Innenhof von der Gebäudestruktur. Hier sieht man jetzt den Speicher seitlich, also wirklich von der Ostseite. Vom Innenhof her, wo dann schon begonnen wurde, das Dach abzudecken, abzuräumen, innen mit großen Baggerbier. Das Ziel war, wir haben das Gebäude oder der Vorteil wahrscheinlich auch für die Sanierungskosten, das Gebäude von oben herab zerlegt und haben eigentlich dann das ganze Innenleben vom Gebäude rausgenommen und haben das so entkernt und dann damit das Gebäude neu aufgebaut. Somit haben wir eigentlich diese ganzen Gebäudehüllen komplett stehen lassen. Nur, dass man ein bisschen ein Gefühl hat, man hat da Steinmauern unten mit einer Breite von 1,50 Meter, was die statische Abtragung gemacht hat und sitzt auf einem Felsenhügel drauf.
Und das vordere Gebäude, hier sieht man noch ein bisschen einen Rest mit dem Fenster, das wurde komplett abgebrochen und dann neu mit einem Holzbau errichtet. Das war dann nicht möglich zum Erhalten. Also jetzt von der Außenseite sieht man hier dann das Ergebnis außen. So schaut es jetzt dann fertig aus, wo dieser neue Gebäudeteil mit dem Seminarbetrieb drinnen ist und Frühstücksbereich und Empfang. Kommen wir dann vielleicht noch dazu, wie die elektronische Einloggung und Check-in ist. Und da das Bestandsgebäude mit dem alten Torbogen, das halt alles wieder revitalisiert worden ist, mit den alten Felsblöcken, wo dieser Torbogen durch ist und auch dann das Licht von der anderen Seite einfällt. Hier sieht man jetzt die Dachstruktur nur einmal, wo man merkt, wie beschädigt das Dach an sich schon war. Es ist sehr viel Regen schon in das Gebäude eingedrungen. Es hätte wahrscheinlich keine 20, 30 Jahre mehr dauert, wäre der Dachstuhl dann zusammengebrochen. Es waren schon sehr viele desolate Dachstuhlteile drinnen, haben aber den Vorteil gehabt, dass wir sicher 70% von dem Altholz wiederverwenden haben können, haben wir dann mit einer Altholzfirma aufbereitet und dann für Skihütten etc. halt wiederverwerten können. Auch da ist nichts eigentlich dem Müll zugefallen, sondern das ist der Grundzugang, dass wir alles wieder in den Kreislauf bringen und recyceln können. Da sieht man jetzt die neue Dachdeckung. Auch da haben wir wieder versucht, diese Biberschwanz-Ziegelform Doppeldeckung wieder herzustellen. Also mein Ziel war hierbei, dass wir das Gebäude so sanieren und herrichten, dass wir wieder für die nächsten 100 Jahre die Qualität und das Objekt dann stehen lässt, dass sie wieder irgendwer die Motivation hat und das dann wieder weiter betreibt und der Region aufrecht bleibt. Da haben wir jetzt den Fassadenteil, wo man merkt, diesen alten Fassadenabschnitt, wo wir diese Teile wurden alles mit Strohhalmen, diese Fassadenstruktur hergerichtet, das haben wir wieder neu gemacht. Es ist eigentlich nur Stein- und Lehmmauerwerk, bisschen Ziegel, ein bisschen Anteile von Ziegel waren drinnen, aber der Großteil, wie gesagt, war Steinmauerwerk mit lehmigen und Teilen. Und da wurde die Fassade dann wieder natürlich neu verputzt und aufgebracht. Aber auch nur diese Teile abgeschlagen, die halt wirklich nicht mehr gehalten haben und dann flächig drüber gezogen. Ebenfalls haben wir, das sieht man dann innen, auch das Gebäude an der Unterseite da komplett geschnitten über das ganze Areal, damit wir Feuchtigkeitsabdichtung von unten erreicht haben. Und hier sieht man dann wieder zum Vergleich die neue Fassade, wieder mit den gleichen Konturen alles wieder aufrechterhalten und diese Putzteile auch wieder mit Stroh gepickt und auch diese Form und Struktur gleich zu halten. Da ist jetzt der Innenhofcharakter, wo die Dacheindeckung jetzt im Hof liegt und das dann abgebrochen worden ist. Hier sieht man noch die alten Getreiderohre an den Teilen, wo wirklich das Getreide dann runtergeflossen ist und diese Big Bags gefüllt worden sind, diese Zugänge dann immer und dann abgeladen oder aufgeladen war. Der Lift und die Getreideförderung nach oben war alles im Innenbereich dann. Dann der Eingang in den Mittelteil, wo wir dann hier im hinteren Bereich schon eine Betonstiege, sieht man dann nachher fertig, eingebaut haben, auch in der Bauphase, die wurde dann geschützt. Dort haben wir einen eingefärbten Beton verwendet, damit man das auch sauber hat. Und auf der gegenüberliegenden Seite, der Westseite, haben wir hier die Wand geöffnet, auch mit dem Torbogen wieder, um dort dann ein Glasportal einzubauen, damit wir dann diese Westsonne, die Abendsonne, dann auch wieder ins Gebäude hereinbringen, in den Vorraumbereich. Ein Sprung zurück vom Ursprung. Hier sieht man das Innenleben von dem Getreidespeicher. Das war das Erdgeschoss, diese alten, handgeschnitzten, gehackten Holzsäulen. Man sieht da diese aufwendige Verzierung, was gemacht worden ist. Und so ist das Gebäude eigentlich noch gestanden. Und in diesen Zwischengeschossen war es zum Teil auch noch in relativ gutem Zustand. Aber natürlich punktuell waren immer wieder Stellen, wo halt dann schon durchgebrochen ist oder wo das sehr modrig war. Aber nur eigentlich in der Form vor 300 Jahren, wie das schon errichtet worden ist, in dieser Qualität ist eigentlich dem Handwerk gegenüber extreme Hochachtung, glaube ich, zu zählen und zu sagen, weil das halt ohne Technologie und diese Windsysteme, was man verwendet hat, ist echt faszinierend und diese Nachhaltigkeit damals schon. Ich glaube, da haben wir in den letzten 50 Jahren sehr viel verloren von diesen Naturgedanken. Ja, da sieht man jetzt schon das abgeschlagene Mauerwerk innen, das Steinmauerwerk, es wurde komplett sandgestrahlt innen dann, diese ganzen abgeschlagenen Teile dann entfernt, diese Fenster geöffnet und dann halt später haben wir dann auch alle Gitterstäbe rausgenommen, weil wir gesagt haben, das können wir eigentlich für Hotelzimmer fast nicht machen, wenn wir das vergittert und mit Stäben
da schließt. Das waren die Zwischendecken dann und da ist früher halt das Getreide gelagert gewesen. So sieht man jetzt den inneren Teil. Wir haben das auf zwei Bauetappen machen müssen. Das sind diese drei Stockwerke, einmal, zweimal, dreimal. Haben damals im Jänner, voriges Jahr im Jänner zur Sanierung, zum Abbruch eigentlich begonnen. Haben im Erdgeschoss unten eine Glasschaumisolierung eingebracht dann vom Gebäude und haben dann, wie vorher schon erwähnt, diese Gebäudeteile alle geschnitten und mit Stahlplatten abgedichtet und feuchtigkeitsdicht gemacht, damit wir nach oben kein Problem haben. Den Mittelteil haben wir in der Bauphase stehen lassen müssen, damit wir statisch natürlich von den Gebäudeaußenwänden eine Verbindung haben, damit das Mauerwerk nicht zusammenbricht. Ja. Ja, und da sind wir jetzt dann schon bei der Sanierung von dem Ganzen, wenn es fertiggestellt war. Hier sieht man jetzt schon ein kleines Doppelzimmer mit links Badezimmer, Doppelbett, also 22 Quadratmeter Einheit. So schaut es dann innen aus. Wir haben das wirklich innen so nachhaltig, modern wie möglich und natürlich auch so ökologisch wie möglich dann errichtet. Parkettboden drinnen, alles mit Fußbodenheizung ausgestattet, plus in den Deckenbereichen Deckenkühlungen und Betonkernaktivierungen eingebaut und auch im Winter für eine Beheizung, damit diese Außenflächen dann dementsprechend geschützt und Wärme abstrahlen dann. Ja. Man sieht hier eben diese Außenflächen. Hier haben wir das alte Steinmauerwerk belassen komplett, batschukiert, damit man diese Struktur vom Mauerwerk sieht. Und alles, was hier dann mit Naturputz verputzt worden ist, dieser Bereich dann, sowie diese Fensterleibungen und Türleibungen nach hinten, die haben wir zusätzlich eben mit Wandheizelementen, mit Wandheizrohren da ausgestattet, damit diese Flächen dann auch Wärme abstrahlen. Und drum auch dann der Putz drauf. Also das ist das, was unsere Kunden eigentlich sehr schätzen, wo sie sagen, ja super, mir sieht wirklich die alte Struktur und diese Batschukierung vom Mauerwerk, ja, das war echt ja, ein Riesenvorteil. Beleuchtungskonzept dazu halt, sieht man einen Teil vom Küchentisch. Und eben da der Zugang dann zur Terrasse, zu diesen Betonbalkonen. Dann eine große Einheit, zum Beispiel 60 Quadratmeter Einheit mit Küche, kleinen Tischbereich, Bank oder ausziehbar, dann auch ein Sofa, hinten eigenes Schlafzimmer, Badezimmer ist dann dahinter und dann gibt es noch ein separates Zimmer. Hier sieht man vielleicht auch ein komisches Bild von dem Tisch mit der Fräsung. Das ist eine Programmierfirma, wo wir automatisch gesteuertes Holz bauen und planen mit einem Holzstecksystem. Der Tisch hat nicht keinen einzigen Schrauben nicht drinnen, kann Lehm und Leim nicht zusätzlich dahinter, kann Kleber außer diese normalen Platten, die verbunden sind. Ansonsten ist es ein rein zusammengeklopfter Bauteil. Dann sieht man hier den Innenbereich vom Stiegenhaus. Mit dem Stiegenhausaufgang immer im jeweiligen Geschoss einen Rundgang dazu, unseren Lichtluster in der Mitte vom Gebäude. Und man sieht jetzt, wir haben wirklich die ganzen Fenster so weit wie möglich geöffnet und auch Dachflächenfenster dazu gegeben, damit dieser ganze Empfangsbereich, Innenbereich, Verteiler mehr oder weniger zu den einzelnen Wohnungen so lichtdurchflutet wie möglich dann ist. Und dann geht man eigentlich von hier, also rechts sieht man nur ein kleiner Teil, einen Vogel von einer Künstlerin aus dem Waldviertel ebenfalls, das hat uns am Anfang ein bisschen Bauchweh beschert, weil wir nicht traut haben, das ist eine Graffiti-Kunst und wir haben gedacht, okay, das ist jetzt eine alte Gebäudestruktur, können wir da Graffiti einsetzen, einbauen? Und jetzt sind wir sehr froh, weil es echt diese Bilder sehr, wirklich sehr ansprechend waren sind und sehr natürlich waren sind. Hier sieht man jetzt im letzten Stockwerk ein paar Fotos von der Wellnessanlage im Dachgeschoss. Dieser Eingang auch mit Holz gefräst, so wie ein Tunnelkanalcharakter und Saunaanlage mit zwei getrennten Saunen ist ca. für 40 Personen ausgelegt. Die beiden Saunen und Ruheräume, drei getrennte Ruheräume mit Kucker und Wasser halt dann. Die etc. Hier liegen Bereiche noch sichtbar mit den Duschbereichen von der Seite und ein Innenfoto von der Sauna. Da ist dann das Nebengebäude, das kleine Gebäude, wo dann die Seminare sind im Dachgeschoss. Hier haben wir drei getrennte Seminarräume, wo wir bis zu 40 Personen gleichzeitig da organisieren und verpflegen können, mit einer kleinen Seminarküche dann zu Vorbereitungen, auch für Schulungen, Firmenfeste etc. Und wir haben versucht, in jedem Seminarbereich immer eine eigene Terrasse zu machen, damit man wirklich direkt offen lassen kann, die Natur spüren kann, rausgehen kann und auch einfach merkt, hey, man ist im Waldviertel und kann diese Natur oder diese Ruhe eigentlich dann genießen.
Hier sieht man dann nur ein Foto vom Innenhof, Parkplatz mit Stromtankstellen heute halt draußen dann und diese Gebäudestruktur. Ich mache jetzt vielleicht mit dem nächsten Foto vielleicht ein bisschen Erklärung nur von der Technik. Hier sieht man jetzt das gesamte Areal. Nur mit dem Abschluss, wo hier das Gebäude mit dem Hotelbereich ist, hier der Seminarbereich und ein Frühstücksbereich dann ist vom Nebengebäude. Wir beheizen das gesamte Areal mit einer da unten liegenden Hackschnitzelanlage, die sieht man nicht, die ist tiefer versteckt im Gelände, mit Biomasse von der Region im Umkreis von 20 Kilometer. Wir haben eine eigene Wärmepumpenanlage, wo wir im Sommer das Gebäude kühlen, die Abwärme von den Steinmauerwerken und Zwischendecken rausnehmen, die Wärme abtransportieren und dann wiederum für die Warmwasserbereitung verwenden. Das heißt, wir bleiben da komplett im Energiekreislauf und geben dann die Energie wiederum für die Warmwasser, für die Zimmer dann wieder retour. Und somit können wir das Gebäude kühlen. Die überschüssige Wärmemenge, die wir von der Kühlenergie dann haben, die dann noch übrig bleibt, haben wir mit einer Sohleanlage unter diesem Gebäude und hier an den Wegen mit Sohlekreisläufen ausgelegt, wo wir die gesamte Abwärme vom Gebäude dann in diesem Erdkern speichern und im Winter zusätzlich mit dem als Heizquelle dann verwenden. An der linken Seite da hier ist das Restaurant Hettecker, das hat schon bestanden. Das ist unser Speiselokal, der kocht dort wirklich exklusiv und sehr gut. Ist heuer wiederum zum besten Golfrestaurant gekürt worden. Und dahinter sieht man Teile von der Driving Range bzw. vom Schulungsbereich für den Golfplatz Golfclub Ottenstein, Diamond Club. Ist auch unter den Leading Golfplätzen. Wer Golfer ist, wird das kennen von Österreich. Und ja, und dementsprechend versuchen wir in dieser Dreierkonstellation Kornspeicher, Restaurant und Golfclub auch hier in dem Bereich Golf Werbung, Marketing zu machen, dass man auch hier Kunden und Turniere dementsprechend abwickelt. Und hier ist dann unser Abschluss. Wir haben dieses Angebot dann, wir haben Zimmer, Apartments, Standard im kleinen Bereich eben mit 83 Euro pro Person mit Frühstück, mit Sauna und Spa-Bereich. Wir haben Seminare, Feste, Yoga-Retreats. Wir haben Fastenkurwochen nächstes Jahr ein paar Wochen eingeplant. Mit und ohne Golf, da gibt es auch mehrere Varianten. Und sonst Hochzeit genauso, also sehr viele verschiedene Bereiche halt dann möglich. Und organisieren und planen macht das alles meine Schwester, die Verena Lemp, die ist hier drauf, vom Kornspeicher direkt. Sie hat Marketing studiert und ist eigentlich auch in den Gastrobereich ein kompletter Quereinsteiger. Aber dementsprechend versuchen wir halt das Projekt und Objekt halt zu beleben und in der Region natürlich jetzt wirklich ja, zu etablieren. Dass das natürlich wirtschaftlich eine gewisse Herausforderung ist, glaube ich, ist jedem bewusst, der sich mit dem beschäftigt. Und dass das nicht nur im Hotelbereich alleine geht, sondern dass man einfach da ein bisschen neben ja, Strukturen und ja, Energien und wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen muss. Ist